Guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play Lucius. Wir haben jetzt gerade ein paar heiße Schnappschüsse von unserem Onkel Tom gemacht und werden die jetzt mal der armen Jovita zeigen, die ja die ganze Zeit nach ihm fragt. Und mal sehen, wie sie auf diese Fotos reagieren wird. Jovita. Jovita. Hey, na? Hier, hab ich ein Foto für dich. Schon deinen Onkel gesehen? Ja, hier, ja, hier, nimm das Foto. Hallo? Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Wie sehen wir das Foto nicht? Das Foto. Ja. Hallo, Lucius. Komm hier fast. Also anscheinend will sie das Foto überhaupt nicht sehen. Wahrscheinlich musst du dir das irgendwie anders zeigen. Vielleicht in ihr Zimmer legen? Das könnte es. Müssen wir mal gucken. Aber dann müssen sie natürlich auch irgendwie... Weiß sie ja, dass ich das war. Ah. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jovitas Zimmer verstecken. Toll, das hätte es ja auch früher sein können. Na komm, meine Gute. Geh mal in dein Zimmer. Hier oben ist er. Schon deinen Onkel gesehen? Ja, ja, hab ich. Geht, glaube ich, nicht einfach so von alleine. Da musst du wahrscheinlich bestimmt irgendwas machen. Na, warten wir mal kurz. Die Ohrringe, die du hattest, die hast du da aus dir im Zimmer genommen, oder? Die da. Ja. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ich will keine Schuhe. Weg mit denen. Das ist ein Xer. Was liegt da oben? Oh. Nimm mal das da oben. Kannst du nicht nehmen. Sieht aber spannend aus. Schon deinen Onkel gesehen? Oh, wenn du suchst, dann such ihn doch selber. Also so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Die würde die ganze Zeit rumstehen. Dann müssen wir noch irgendwas in das Terrain legen. Vielleicht kommen wir aber noch irgendwas. Nee, ich denke, du musst... Ich habe eine Idee. Hast du? Schlüpfer. Schlüpfer? Ich glaube nicht, dass die Lösung Schlüpfer ist. Schlüpfer? Schade. Egal, hat sie jetzt halt keinen Schlüpfer. Vielleicht musst du auch... Was kannst du noch alles nehmen bei dir im Zimmer? Vielleicht... Steckt das Vorhängeschloss dort? Das hast du doch bestimmt noch. Das, genau. Und das Rattengift vielleicht auch. Gute Idee. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Oh. Hast du deinen Theo? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Oh nein. Oh mein Gott. Wie kann er mir das antun? Puh, das war aber knapp. Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen. Warum? Das nutzen wir natürlich. Oh, jetzt kann sie plötzlich rennen. Wie Flitzebogen. Wo müssen wir jetzt hinterher! Tun? Wow, die ist aber ganz schön schnell. Ich glaube, ist das der Balkon? Ist sie auf dem Balkon? Nee. Da oben gibt es auch noch einen. Gehen wir mal da hoch. Ne, wir wollen ja Jovita töten, nicht jemand anderen. Ich fahre gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist er auch nicht. Na, wo ist er denn? Flair um die Ecke, ne? Ich spreche gerade mit deiner Mutter.
Das ist nur so ein Erwachsener. Wie sieht er uns denn durchs Fenster? Die steht da drüben. Die ist aber irgendwie total falsch gelaufen, muss ich mal sagen. Na? Hallo, Junge. Es scheint alles. Hallo, Opa. Wir sind total in die falsche Richtung gerannt. Ach, Mensch. Wir zwei Volldeppen. Wir haben einfach zu viele Balkons, Balköne. Hier, ja. Boah, das war ein harter Leck. So, dann sind wir jetzt aber richtig. Und dann können wir jetzt ja die gute Jovita auch töten. Aber geh nicht so nah ran, ruhig. Warum? Verdammt. Oh oh. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Muñez eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen, dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Januar 1973. Ich kann das nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. So. Ich nehme mal ein Ründchen auf. So. Steht noch was zu Jovita da? Nee. Na dann. Schauen wir mal, was das schöne Brettchen so verrät. Heute bleib ich nahe der Hölle. In Kammern zu liegen ist mein Wille. Das hat sich schön gereimt. Eigentlich nicht, aber egal. Die Flasche 33er Wein suchen bringt uns jetzt auch nichts mehr. So, wo müssen wir denn hin? Einmal den Gang runter und dann ganz rechts. Mal schauen. Wer wartet denn hier im Gästezimmer? Der Onkel Tom. Schönen guten Tag. Warum
Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Wegen dir, du Arsch. Anscheinend. Er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hat er wirklich Gefühle für Jovita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Karte auf dem Tisch. Ah! Karte. Karte. Secret Door. Also wir gehen an die Secret Door. Ich muss jetzt allein sein. Zum Weinkeller müssen wir. Lass uns weggehen vom Onkel Tom. Der möchte alleine sein. Der Weinkeller war links, ne? Der heult schon seit einem ganzen Monat. Er trinkt seit einem ganzen Monat. Vor allem für ihn von seinen qualmenden Düsen, ja. Mhm. Auf zum Weinkeller. Der beste Ort zum Spielen für ein kleines Kind. Nein, hier ist Balkon. Dann nicht. Hier ging es doch zum Weinkellerkörper, oder? Kann sein. Ihr müsst irgendwo runtergehen und dann. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Tja. Weil du fett bist. Das kann schon. Nein. Wo ist denn hier eine Treppe? Hinter mir. Ist völlig falsch gelaufen, oder wie? Muss nicht sein. Hier geht's lang. Hier ist eine Tür. Ah. So, dann müssten wir doch eigentlich auch gleich in der Nähe vom Weinkeller sein. Beziehungsweise gleich beim Weinkeller sein. Das müsste. Weinkeller. Ist das nicht der? Hä, wo ist ein Weinkeller? Dachte, das hier wäre der Weinkeller. Ach so, das ist hier der Schrank. Treppe runter in den Weinkeller und dann gibt es da hinten eine Geheimtür. Ich glaube, das ist nicht der Weinkeller, oder kann das sein? Aber hier gibt es ja, glaube ich, gar nichts anderes. Hinten geht es noch weiter runter. Wein. Ach, dann haben wir den eine Fläche gar nicht gefunden. Ich geh mal dahin. Obwohl, ich dachte, das hier wäre der Weinkeller gewesen. Weil wegen viel Wein und so. Na gut, schauen wir mal. Geradeaus und dann irgendwo rechts. Ich links, weiß nicht, rechts. Ich habe das nur gehört. Es ist einen Monat her und Tom schließt sich immer noch hallo, ein und trinkt seine Sau. Hallo. Ach, da ist hier noch eine Hausfrau. Hallo, Lucius. Hallo, aber wenn du etwas Michael. Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Die haben wir, glaube ich, sogar schon. Ich muss auf deinen Vater warten. Da oben. Da. Oh, du hast sie gefunden. Großartig. Vielen Dank, Lucius. Sie gefällt dir sicher auch. Das könnte gut das möglich sein. Schwein. Ah. Passen? Ach so. Ja. So, meine lieben Leute. Was sich im Weinkeller verbirgt. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.